es ist dann so alles auf einem eingeprasselt. Es war ja klar, dass ich weggehen vom Hof musste. Es war so emotional. Du denkst irgendwie, ja, ich habe all die Jahre mein Bestes gegeben, was ich konnte. Und dann plötzlich bist du ja nichts mehr. Frauen haben in der Schweiz die gleichen Rechte wie Männer. Richtig so. So steht es in der Verfassung. Ich kann da drauf kommen. Die Realität sieht anders aus. Hey, danke euch vielmals. Frauen erhalten weniger Lohn, weniger Rente, ihre Arbeit wird gering geschätzt und viele von ihnen arbeiten gratis. Diese Frauen haben im Alltag erfahren, wie hart das Leben sein kann. Doch Diskriminierung und Frauenfeindlichkeit akzeptieren sie nicht mehr. Ich habe immer behauptet, wenn ich fleissig arbeite, wenn ich fest arbeite, und vielleicht muss ich mehr arbeiten als ein Mann, aber ich kann alles erreichen. Aber ich habe mir den Kopf an der gläsernen Decke blutig geschlagen, obwohl ich alle Voraussetzungen hatte. Wir haben 37 Jahre Gleichstellungsartikel und wir sind noch nie hier. Spital Wallis. Abstellgleis für Nathalie Urwieler, 45 Jahre alt. Ärztin und ehemalige Wissenschaftlerin. Sonst einen peripheren Venenzugang hätte ich nicht mehr. Nein, da haben sie mir alles abgenommen. Da habe ich noch einen gehabt. Ja, ist das Gute so? Besten Dank. Ja. Schönen Tag. Ade, Frau Doktor. Nathalie Urwieler hatte einst eine glänzende Karriere vor sich. Die ausgebildete Anästhesistin arbeitete als Oberärztin am Universitätsspital Bern. Sie war in der klinischen Forschung tätig und war auf dem Weg zur Professur. Doch dann kam alles anders. Mir hat mich jetzt gekündigt, eigentlich auf der Spitze von meiner Karriere, wo ich wirklich hat können viel erreichen und man hat mich missbräuchlich gekündigt. Man hat eine Rachekündigung ausgesprochen, also eigentlich der Höhepunkt von der Diskriminierung, wo man kann veranlassen. Und das ist schon sehr hart. Ich meine, ich habe alles verloren. Ich habe alles verloren, was ich in meinem ganzen Berufsleben darauf hingearbeitet habe. Ich habe nichts mehr gehabt. Ich bin mit nichts angestanden. Das Berner Inselspital. Anfang und Ende der Karriere von Nathalie Urwieler. 11 Jahre hat die Ärztin hier gearbeitet, hatte stets fachlich beste Zeugnisse, generierte Forschungsgeld und schaffte es in einem hochkompetitiven Umfeld an die ausländische Elite-Uni Stanford. Eigentlich ist es ja schon so, du machst deine Ausbildung, bist Assistenzärztin, Oberärztin, nachher kommst du irgendwann in eine Führungsfunktion. Und ich habe das nie in Frage gestellt, wieso das ich als Frau nicht eine Führungsfunktion sollte übernehmen können. Seit Jahren schließen mehr Frauen als Männer das Medizinstudium ab. Es gibt mehr Assistenzärztinnen als Assistenzärzte. Doch mit steigender Hierarchie verschwinden die Frauen. Die Spitze an Schweizer Spitälern ist männlich. Auch Ärztin Urwieler schaffte es nicht ganz nach oben. Mit der Geburt ihres Kindes war Schluss. Ein Kind bedeutet heutzutage offenbar wirklich immer noch einen Bruch in der Karriere einer Frau. Und das ist Ratlosigkeit. Echte Ratlosigkeit, die da so in einem raufkommt und Frustration. Sarah Schadeli, 47 Jahre alt. Auch ihr Leben nahm eine abrupte Wende. Bis vor 4 Jahren war sie Bäuerin.
Das war eine super Zeit auf dem Hof. Also ich wollte eigentlich nicht anders. Das, zum Beispiel die Kinder konnten aufwachsen. Und so. Also das ist eigentlich, wir hatten eigentlich wirklich als Familie den Hof. Weil es echt so gut war, macht man sich wie nicht den Gedanken, dass es auch mal schlechter werden könnte. Nach 17 Jahren verließ Sarah Schadeli den Hof. Sie hatte sich verliebt in Jasmin. Die Reaktionen auf die Liebe zu einer Frau seien teils heftig gewesen, sagt die ehemalige Bäuerin. Richtig hart traf sie aber etwas ganz anderes. Für Bäuerinnen gibt es nach der Scheidung keine finanzielle Absicherung. Obwohl in der Landwirtschaft, wie anderswo in der Gesellschaft, rund 40% aller Ehen in die Brüche gehen. Auf diesem Hof hat Sarah Schadeli gelebt, gearbeitet und 3 Kinder großgezogen. Um die Familie zu unterstützen, haben sich Sarah Schadelis Eltern damals eine Wohnung gleich nebenan gekauft. Tochter Schadeli kommt regelmäßig hierher zu Besuch. Happy Birthday! Ja, merci. Zum Geburtstag. Danke, merci Sarah. Danke. Hallo. Vater Heinz feiert Geburtstag. Die Familie trifft sich häufig. Für die Kinder von Sarah Schadeli sind die Großeltern wichtig. Sie sind eine Art Bindeglied zur Mutter. Nach der Trennung blieben die Kinder auf dem Hof. Es hat mich auch immer relativ viel Kraft gekostet, eigentlich schon das ganze Emotionale, schauen, dass man den Kindern gerecht wird. Das war mir ja so wichtig gewesen, dass es ihnen auch gut geht dabei. Und dann sollte man sich noch um das ganze Rechtliche kümmern, wo man eigentlich selber nicht wirklich eine grosse Ahnung hat. Ich bin nicht davon ausgegangen, man hat etwas zusammen erschaffen. Ich habe viel Arbeit geleistet und ich denke auch, dass wir den Hof so weiterbringen konnten. Und das war für mich klar, wie das wird wie aufteilt. Die Landwirtschaft tickt anders. Bei einer Scheidung wird der Hof, also das Kapital und die eigentliche Vorsorge der Bauern, nicht geteilt. So will es das bäuerliche Bodenrecht. Meist gehört der Hof dem Mann. So auch bei Sarah Schadeli. Eine obligatorische Absicherung für die Frau gibt es nicht. Die Eltern von Sarah Schadeli haben die Trennung hautnah miterlebt. Also ich kann mich erinnern, ich war im Keller. Und auf das Mal, als ich vom Keller kam, war sie da, aufgelöst, Tränen aufgelöst. Und hat gesagt, ich habe nichts gut. Und das ist schon gerade ein Schock gewesen. Ich bekomme nichts. Als ich das mitbekommen habe, dass eine Frau, die so 16 Jahre lang da war, nichts, aber wirklich gar nichts gut hat. Das ist, hätte ich fast nicht glauben können, aber es war effektiv so. Aber es war so emotional. Du denkst irgendwie, ja, ich habe all die Jahre mein Bestes gegeben, was ich konnte. Und dann plötzlich ist ja nichts mehr. Also ich kann es gar nicht so. Ich kann es nicht so fassen. Vor 5 Jahren stand die Narkoseärztin Nathalie Urwiler beruflich vor dem Nichts. Kurz nach der Geburt von Tochter Nina. Urwiler wollte Karriere und Mutterschaft verbinden. Ich habe sehr lange gewartet mit dem Kind, weil halt auch immer wieder die Frage kam von den Vorgesetzten oder die Auflage, Kind oder Karriere. Und halt grosse Ängste gehabt, dass es nicht geht, weil ich auch gemerkt habe, man dreht mir da die Schrauben zu. Mutterschutz und Gleichberechtigung. Dafür hatte sich Urwiler bei ihrem Arbeitgeber, dem Berner Inselspital, schon immer eingesetzt. Selbst davon betroffen, kommt es zur Eskalation. Urwiler akzeptiert die Bedingungen für den Wiedereinstieg nach dem Mutterschaftsurlaub nicht.
Nach der Geburt von meinem Kind hat man mir eine wissenschaftliche Tätigkeit nicht mehr erlaubt. Man hat meine sämtlichen Forschungsgelder gesperrt. Ich hatte keinen Zugriff mehr drauf. Und den Studentenunterricht hat man mir annulliert und der war fix zugesagt. Für mich ist grundsätzlich die Haltung nicht gegangen, dass ich als Mami nicht mehr können Forschung machen soll. Das war ja der Sinn und Zweck von meinem Auslandaufenthalt, vom Nationalfondsstipendium, das ich vorhin hatte und zurückbekommen vom Ausland. Das hat ja alles in die Richtung geschafft. Das Inselspital bestreitet die Darstellung, doch Urwiler wehrt sich. Sie reicht bei der internen Gleichstellungsbehörde von Spital und Universität Beschwerde ein, wegen Diskriminierung und Verhinderung der akademischen Karriere. Kurz darauf erhält sie die Kündigung. Begründung, Zitat, das Arbeitsverhältnis zwischen Ihnen und dem Inselspital ist aufgrund zahlreicher Vorfälle über längere Zeit hinweg sehr belastet worden. Das Vertrauensverhältnis sei nachhaltig gestört. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe wirklich gedacht, das kann nicht sein, was mir hier passiert. Was dann passiert, sorgt schweizweit für Schlagzeilen. Die Ärztin verklagt den größten Spitalkonzern der Schweiz wegen Diskriminierung und Verletzung des Gleichstellungsgesetzes. Ich habe mich für meine Rechte gewehrt. Aber ich habe die Rechte. Ich habe die aufgrund der Schweizer Verfassung. Ich habe sie aufgrund des Reglements, das sich das Inselspital und die Universität Bern selber gegeben haben. Und ich habe die Rechte auch aufgrund der Gesetze, die wir in der Schweiz haben für den Mutterschutz. Es ist nicht eine überrissene Forderung, die ich gestellt habe. Ich habe nur das eingefordert, was man mir ja jahrelang vorgesungen hat, was ja Frauen heute alles können und dürfen und sollen und tun. Mehr habe ich nicht gemacht. Aber für die grauen Eminenzen war das schon sehr schwierig, dass jetzt halt einmal eine Frau sagt, nicht «Jawohl, ich mache das», sondern sagt «Hey, wir haben hier ein Reglement und wir haben hier ein Gesetz, würden wir euch dann bitte Folge leisten?» Edith Tanner mit ihrem Sohn Samuel. Jetzt ist gut. Was ist jetzt? Was ist denn heftig? Seit 18 Jahren pflegt und betreut die Mutter ihren behinderten Sohn. Unentgeltlich. Samuel ist das jüngste von drei Kindern. Von Geburt an war er anders als seine beiden älteren Schwestern. Was er hat, bleibt lange unklar. Das waren sicher Wahnsinnsjahre. Also Samuel hat die ersten 3,5 Jahre wirklich nicht geschlafen. Also das war, sag mal, für mich das Strengste an seiner Behinderung. Also maximal Strengste. Und nicht, dass er nicht geschlafen hat, sondern er hat geschraubt. Also er hat Alarm in der Nacht. Er hat Angst in der Nacht. Und das war sehr anstrengend. Oder? Ja. Als Samuel 6 Jahre alt ist, wird bei ihm eine Wahrnehmungsstörung diagnostiziert. Seine Entwicklung ist verlangsamt. Bei kleinsten Dingen braucht er immer wieder Unterstützung. Oh, ja. Jetzt probieren wir es so. Probieren wir. Samuels taktile und intermodale Wahrnehmungsstörung ist vergleichbar mit dem Verhalten eines Autisten. Er ist rund um die Uhr auf Betreuung und Pflege angewiesen. Die Hauptverantwortung für Samuel hatte immer Mutter Edith. Von Samuels Vater lebte sie getrennt. Inzwischen ist er gestorben. Sie musste stets auswärts arbeiten. Vor 6 Jahren hatte Edith Tanner einen Erschöpfungszusammenbruch. Ich habe eigentlich gefunden, ich muss aus diesem riesigen Ballast raus, von 300% Einsatz, und das ist also nicht übertrieben, ich muss den loswerden. Oder? Das geht nicht. Und das war eigentlich ein langes Suchen, wie bringe ich meine Verantwortung dem Samuel gegenüber und Verantwortung mir gegenüber und meine Kräfte unter einen Hut. Oder?
Menschen mit einer Beeinträchtigung wie Samuel haben das Recht, stationär in einem Heim oder ambulant bei sich zu Hause zu wohnen. Für Mutter Edith kam das Heim nicht in Frage. Sie fand keine angemessene Institution. Mir geht es nicht darum, ich will den Samuel bei mir abhalten. Oder da habe ich ja natürlich, das ist einer der Hauptvorwürfe, man könne das Kind nicht loslassen, bla 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 bla. Das ist überhaupt nicht so. Man kann dann das Kind loslassen, wenn es laufen kann. Das ist bei jedem Kind so. Und wenn es eine Institution gibt, wo der Samuel würde lernen laufen, im übertragenen Sinn, dann dürfte er sofort dorthin. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin die Einzige, die weiss, was er braucht. Weil Samuel nicht im Heim ist, muss Mutter Edith übernehmen. Sie gehört damit zu rund 300.000 pflegenden Angehörigen in der Schweiz, die eins verbindet: Sie leisten unendlich viel Arbeit. Gratis. Auf ihre Kosten spart der Staat Milliarden. Die Mehrheit der pflegenden Angehörigen sind Frauen. Für betreuungs- und pflegebedürftige Menschen wie Samuel funktioniert die Versorgung außerhalb des Heims in vielen Kantonen nicht lückenlos. Angehörige springen ein. Ohne Menschen wie Edith Tanner würde das Sozialsystem kollabieren. Der Staat rechnet mit ihrer unbezahlten Arbeit. Doch Edith Tanner will nicht mehr. Das Ziel ist eigentlich, dass der Samuel, was auch immer, wer auch immer ihn begleitet, dass er seine Begleiter, seine Hilfe zahlen kann. Weil dann kann ich meinen Gratis-Mutterjob auflösen. Was einfach war ja nicht richtig ist. Also es ist nicht richtig, dass eine Mutter von einem volljährigen Mensch immer noch so viele Stunden verpflichtet ist, oder? Pro Tag. Frauen leisten hierzulande Unmengen an Gratisarbeit. Ein exemplarisches Beispiel dafür ist die Landwirtschaft. 17 Jahre hat Bäuerin Schadeli auf einem Hof gearbeitet. Nach der Trennung stand sie vor dem Nichts. Auch gerade die junge Frauen, also, die wirklich zum Teil so bisschen, halt, ja, so vielleicht wie ich geblendet waren von Idylle und schön und man hat es gut miteinander, dass man wirklich an diesen Punkt auch denkt, es kann etwas passieren. Es muss ja nicht immer eine Trennung oder eine Scheidung sein. Eben, es kann eine Invalidität sein oder was auch immer. Und dann sollte doch echt die Frau, die viel Arbeit hat geleistet, auch abgesichert sein. Sind sie aber oft nicht. Zwei Drittel der Frauen in der Landwirtschaft haben keinen Lohn. Das heißt, weder Mutterschaftsversicherung noch sonstige finanzielle Absicherung. Sarah Schadeli ist auf dem Weg zur ehemaligen Präsidentin der Schweizer Bäuerinnen. Mit ihr will sie den Missstand bekämpfen. Jetzt eigentlich, wo das wirklich so die Diskussion ist aufgekommen, Anfangsjahr, dass sich Bauern und der Bauernverband wirklich dagegen stellen, dass man eine Sozialversicherung für ihre Bäuerinnen, für ihre Frauen, dass sie das so, ja, ich sage jetzt mal wirklich eiskalt, einfach ablehnen und sagen, nein, wir wollen das nicht, wir brauchen das nicht und die Landwirte können sonst nicht existieren und es gibt einen zusätzlichen administrativen Aufwand. Das finde ich schon ziemlich daneben, auf Berndeutsch gesagt. Christine Bühler, bis vor kurzem oberste Bäuerin der Schweiz, macht seit Jahren Druck. Sie will einen Lohn für Bäuerinnen und eine soziale Absicherung. Doch die Bauernschaft ist gespalten. Betroffene Frauen äußern sich häufig nur anonym. Bühler braucht Frauen wie Schadeli, um das Problem sichtbar zu machen. Ich bin nicht die, die eigentlich die Öffentlichkeit sucht. Aber ich habe einfach wirklich gefunden, ich will auch anderen Frauen wirklich Mut machen. Und meine Geschichte ist eine von vielen und es ist, jede ist irgendwie unterschiedlich. Aber wenn man sagt, ja, nein, es ist gut so, wie es ist, dann ist es ja auch gut. Aber ich finde, die gesetzliche Verankerung, die muss jetzt einfach her. Manchmal habe ich so den Eindruck, dass die Bauern das Gefühl haben, wir wollen ihnen etwas wegnehmen. Also, das etwas ist vielleicht einfach Macht. Mhm. Ich sehe es ein bisschen so, oder einfach, ja, einfach zu können verfügen. Und da wissen wir einfach, wir sind jetzt einfach, heutzutage ist das einfach nicht mehr zeitgemäss. Und wenn sich der Bauernstange so von der Gesellschaft entfernt, das ist ganz, ganz schlecht. Bühler sagt, in der Landwirtschaft von Einmannbetrieben zu reden, sei realitätsfremd und frauenfeindlich. Die Arbeit von Frau und Mann in der Landwirtschaft müsse gleich viel wert sein. Also,
Sklaverei ist abgeschafft. Das ist wirklich, die Frauen die leisten eine Arbeit, die sich nachher im Betriebsertrag niederschlägt. Und das ist doch, also ihr könnt auch nicht jemanden anstellen und einfach sagen, ja, du hast Kost und Logis und noch eine Krankenkasse. Und jetzt bist du zufrieden. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist, finde ich, so schlimm. Und dort, was am nötigsten ist, dort, wo das Einkommen ein bisschen knapp ist und wo halt einfach auch vielleicht Beziehung schon ein bisschen Sprünge hat. Und dort braucht es einfach einen Druck, dass das angewendet wird. Gleichberechtigung in der Landwirtschaft. Ein konkreter Vorschlag liegt nun auf dem Tisch. Der Bundesrat will eine obligatorische minimale soziale Absicherung für Bäuerinnen im Gesetz verankern. Das Parlament wird darüber entscheiden. Edith Tanner und ihr Sohn Samuel. Die Mutter will erreichen, dass der 18-Jährige selbstbestimmt in seinen eigenen vier Wänden leben kann, ohne ihre Gratishilfe. Die Unterhose, ne? Die Unterhose. Das ist gut. Ja, okay. Du sagst, sind Wollsocken nicht ein bisschen zu heiß? Kein einfacher Weg. Rechtlich, aber auch moralisch. Sie habe immer wieder zu hören bekommen, eine Mutter mache das doch einfach. Edith Tanner hat sich Unterstützung geholt bei einem Anwalt in Glarus. Hardy Landolt, Professor für Sozialversicherungsrecht und Tetraplegiker seit dem 14. Lebensjahr. Hardy Landolt ist spezialisiert auf die komplexe Thematik von pflegenden Angehörigen und betreut viele ähnliche Fälle wie den von Edith Tanner. Ohne seine Hilfe hätte ich schon lange aufgehört. Ja, ohne Rechtshilfe in der Art, wie er sie gibt, hätte ich müssen aufgehört. Das wäre gar nicht gegangen, weil als Angehörige wird man nicht ernst genommen. Also es braucht ein Zwischenstück von einer juristischen Person, um überhaupt sich Gehör zu verschaffen. Das ist leider so. Edith Tanners Problem, die IV bezahlt zwar Assistenzbeiträge und Hilflosenentschädigung für die Betreuung ihres Sohnes, allerdings zu wenig, damit er unabhängig von ihr leben kann. Und die Spitex im Kanton kann die Pflege von Samuel nicht übernehmen. Für Anwalt Landolt inakzeptabel, dass Angehörige wie Edith Tanner solch staatliche Versorgungslücken decken müssen. Man muss nicht jede innerfamiliäre Handreichung vergolden. Aber versicherte Leistungen, wo man Prämien zahlt, danach nicht mit geeigneten Versorgungsstrukturen anbieten. Das ist, wie wenn sie für den Arztbesuch versichert sind. Und irgendein Kanton würde sagen, aber in unserem Kanton gibt es keinen Hausarzt. Sie sind versichert, sie haben einen Anspruch darauf, dass man die Kosten übernimmt. Und jetzt erbringt der Staat die Leistungen aber nicht. Und in diesem Bereich spart er natürlich brutal Geld. Und das ist einfach völlig Schips, völlig eine Fehlentwicklung, wo man tatenlos zuschaut. Weil man ja Frauen hat mehrheitlich, die unentgeltlich die Leistungen erbringen. Hardy Landolt weiß, wovon er spricht. Auch sein eigener ambulanter Bedarf war nicht gedeckt. Seine Frau sprang ein. Doch Christel Kalunder pflegt ihn nicht mehr gratis. Die ausgebildete Pflegefachfrau rechnet über ihre eigene Firma ab. Für die Akzeptanz dieses innerfamiliären Modells mussten sie bis vor Bundesgericht gehen. Die beiden gingen noch einen Schritt weiter. Sie gründeten eine private Spitex, um Angehörige ohne Pflegeausbildung anzustellen. Mittlerweile arbeiten bei der Friedli Spitex 15 Angehörige. Die Firma rechnet jetzt ihre Arbeit über die Krankenkasse ab. Auf diese Weise erhält die Pflegearbeit der Angehörigen einen monetären Wert. Also das war ein Freudentag, weil wenn ich mir vorstelle, dass Angehörige über Jahre, vielleicht sogar schon Jahrzehnte,
jetzt das erste Mal eine Lohnabrechnung bekommen oder bekommen haben. Also als wir den ersten Lohn überwiesen haben, der Mann und ich, also wir haben so Freude gehabt, wir haben glaube ich, gerade einen Jampis aufgetan. Also ich weiss nicht mehr, ob es ein Jampis war, aber wir haben das gefeiert. Und wir haben uns dann so vorgestellt, wie denn das überkommt bei den Eltern, die ihr Kind pflegen oder einem Angehörigen, der seinen Partner pflegt. Die haben das einfach auch verdient. Ganz einfach ging das nicht. Edith Tanner musste vor das kantonale Verwaltungsgericht, damit ihr Anspruch auf Pflegelohn anerkannt wurde. Heute erhält sie von der Friedli-Spitex 1.200 Franken pro Monat. Ein Teilerfolg. Sie pflegt und betreut ihren Sohn noch immer rund 7 Stunden pro Tag gratis. Die entsprechenden Klagen sind hängig. Es gibt eine Geringschätzung der Arbeit, sobald sie Frauen machen. Das bestätigen Studien. Diese jungen Frauen wissen, was das heißt im Alltag. Rebecca Lüthi und Camilla Carboni sind Fachpersonen Kinderbetreuung, sogenannte FABK. Sie arbeiten in Kitas. Wir haben schon ins Rat gelesen. Kita sucht liebevolle Frau. Ja. Und irgendwie die gut mit Kindern kann. Oder? Ja, also genau. So ganz plump so. Man muss einfach können, ja. Was auch immer können heisst. Ja, und das ist natürlich ein faustes Gesicht für uns, wir, die 3 Jahre Ausbildung gemacht haben und pädagogisches Hintergrundwissen haben. Und dann ärgert man sich schon, es wird so abgemacht so, oder auch viele so Situationen, wenn ich abends müde im Zug gesessen bin, so, hey, aber wieso bist du jetzt müde? Du arbeitest ja mit Kind, du schaust Büchli anschauen und ihr dann singen den ganzen Tag. Und ich dachte, hey, bitte komm mal einen Tag in so eine Krippe schauen, wie es läuft, und dann schwätze ich gerne noch mal mit dir. Aber Leute, sind wir bereit? Anstatt zu jammern über mangelnde Wertschätzung, haben sie gehandelt. Vor 2 Jahren gründeten Kita-Mitarbeiterinnen aus Zürich die Trotzphase. Die Gruppe will die prekären Arbeitsbedingungen der Kita-Branche benennen und geht dafür auf die Straße. Heute bereiten sie Transparente vor für ihren nächsten Termin, den Frauenstreiktag. Fertig mit der Bescheidenheit. Erzieherinnen sind jetzt streikbereit. Mit Kindern zu arbeiten war Camilla Carbonis Traumjob. Mittlerweile arbeitet sie nur noch als Aushilfe in Kitas. Zu stressig, zu unbefriedigend die Arbeitsbedingungen. Wir dürfen Camilla Carboni während 2 Stunden in einer städtischen Kita mitten in Zürich filmen. Während dieser Zeit läuft alles ab wie im Bilderbuch. Die Arbeit ist sehr dankbar. Die Kinder geben einem auch viel zurück. Das ist sicher so eine Situation, die einem auch viel zurück und ist auch schön. Aber leider ist die Tatsache, dass es ganz häufig nicht so ist wie jetzt gerade, sondern dass man mit irgendwie 7 Kindern allein ist und irgendwie muss irgendwie alle Grundbedürfnisse schnell decken, damit irgendwie die Kinder versorgt sind für den Moment und eben so eine Interaktion wie jetzt da kommt viel zu kurz und es ist leider ganz häufig so, dass es einfach ein Umrennen ist und es nicht können so arbeiten, wie man eigentlich gelernt hat und wie man gerne arbeiten würde. Und dass es dann irgendwie am Abend sehr enttäuschend ist, oder für sich selber irgendwie, dass man den Kindern nicht so gerecht werden konnte, wie sie es verdient haben. Zu viele Kinder, zu wenig Personal. Eine repräsentative Umfrage der Stadt Zürich aus dem Jahr 2014 bestätigt diese Kritik. In Deutschschweizer Kitas gibt es keinen Gesamtarbeitsvertrag. Vielerorts gelten nur minimale Bestimmungen des Arbeitsgesetzes. Praktikantinnen werden als vollwertige Arbeitskräfte eingesetzt. Auch der Lohn ist für die Angestellten minimal. Es gibt keine verbindlichen Vorgaben. Der Verband Kibe Suisse empfiehlt nach der 3-jährigen Ausbildung 4.000 bis 4.200 Franken Einstiegslohn. Mit Berufserfahrung steigt er nur marginal an. Der Lohn wäre so eine Möglichkeit, um uns Wertschätzung entgegenzubringen. Und wenn das so tief ist, dann ist das einfach wie nochmal ein Pünktchen mehr, wo man so findet, hey, nein, ich mache das so nicht mehr mit unter diesen Arbeitsbedingungen.
wo ich denke, wäre der Lohn ein bisschen höher, würde man vielleicht noch ein bisschen länger durchheben und sagen, ja gut, aber es ist wenigstens wird's angemessen entlöhnt. Aber wenn das auch nicht stimmt, dann... Und ich glaube, es ist, das Ding ist, bis vor kurzem, sage ich jetzt mal noch, sind viele Mütter die heim geblieben und haben ihre Kinder betreut, gratis. Und nachher hat sich das zum Glück verändert, dass es Kitas gibt, dass Mütter irgendwie auch arbeiten können, dadurch, dass es Kitaplätze gibt. Aber es hat sich einfach ein bisschen verlagert. Jetzt arbeiten einfach ganz viele Frauen in Kitas zu einem mega tiefen Lohn und schlechten Arbeitsbedingungen. Und jetzt irgendwie, ja, einfach auf das aufmerksam machen. Das ist eine unwichtige Arbeit, die wir leisten. Das sind Kinder, die eben nachher in der Gesellschaft müssen funktionieren oder sollen funktionieren. Und das sind 5 Jahre, also die ersten 5 Jahre von diesen Kindern. Und ja, die Wertschätzung, ja, die zeigt sich auch, oder die fehlende Wertschätzung im tiefen Lohn. Die jungen Frauen sind mit dem Selbstverständnis aufgewachsen, für Frauen und Männer gelten die gleichen Rechte. Ich bin wieder eine Putzfrau. Ja, manchmal schon, ja. Ich zeige dir jetzt alles, was wir können. Putzen können wir auch. Genau. Ihr Job hat sie gelehrt, die Abwertung ihres typischen Frauenberufs findet täglich statt. Für die externe Familienbetreuung braucht man sie zwar dringend, doch am liebsten möglichst günstig. Mehr Lohn, mehr Personal und keine billigen Praktikantinnen mehr. Mit Unterstützung der Gewerkschaft VPOD sammelt die Trotzphase Unterschriften für bessere Arbeitsbedingungen von Kita-Angestellten. Wir wollen einen Gesamtarbeitsvertrag, der festlegt, wie viele Leute auf wie viele Kinder arbeiten in der Krippe. Und das muss festgelegt sein. Und nicht jeder tut das so ein bisschen nach seinem Gutdünken machen und hat zwar Richtlinien, wo er sich daran orientieren kann, sondern das soll festgehalten werden in dem Gesamtarbeitsvertrag. Und für das sammeln wir jetzt die Unterschriften. Dass das dauern kann, bis ein Gesamtarbeitsvertrag steht, darauf stellen sich die Frauen ein. Denn, dass es in Sachen Gleichstellung einen langen Atem braucht, zeigt das Beispiel von Nathalie Urwieler. Sie war Anästhesieärztin am Inselspital in Bern. Vor 5 Jahren strengte sie einen Gerichtsprozess an, der Aufsehen erregte. Man hat mir gekündigt. Mit dem hätte ich eigentlich grundsätzlich noch umgehen können. Als ich aber festgestellt habe, dass man hinter meinem Rücken gegen mich lobbyiert hat und die anderen Spitäler dafür gesorgt hat, dass ich keine Stelle mehr bekommen habe auf einer anderen Anästhesie, da hat es eigentlich, das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Und man hat mir das auch in einem Bewerbungsgespräch gesagt. Und dort habe ich den Entschluss gefasst, und jetzt liegt es. Jetzt ist das Fass überlaufen, jetzt sind die Männer zu weit gegangen, jetzt gehe ich vor Gericht. Ende 2014 klagt die Narkoseärztin gemeinsam mit ihrem Anwalt gegen den größten Spitalkonzern der Schweiz wegen Rachekündigung aufgrund des Gleichstellungsgesetzes. Wir haben das zusammen angeschaut und dann hat mir nachher gesagt, was es braucht für so einen Prozess. Wir haben auch das Gleichstellungsgesetz angeschaut, was es dafür braucht, wie man die Beweisführung macht. Ich habe mich auch beraten von der kantonalen Stelle für Gleichstellung im Kanton Bern. Nachher musste ich einmal ganz, ganz viel Zeit investieren, die Sachen wirklich für suchen. Ich wusste, ich bin so ein bisschen als Forscherin natürlich eine Sammlerin und habe eigentlich selten etwas vorzuschiessen. Und habe nachher halt auch mit Computer, elektronische Datenbank, meine Post, meine Briefe, meine Mitarbeitergespräche und so weiter. Das alles musste ich durchsuchen. Der höchste Beweis ist der Urkundenbeweis. Das ist das, was aufgeschrieben ist. Und auf dem müsst ihr den Prozess aufbauen, nicht auf Aussagen. Das Inselspital bestreitet vor Gericht die Rachekündigung. Schuld sei Urwieler selbst mit ihrem Verhalten. Sie sei illoyal, nicht teamfähig, dominant und überschätze sich. Das Vertrauensverhältnis sei gestört, darum die Kündigung. Doch Urwielers Dokumente halten Stand. Das Inselspital kann den Vorwurf des gestörten Vertrauensverhältnisses nicht beweisen. Nathalie Urwieler erhält 2018 vor dem Obergericht des Kantons Bern auch zweitinstanzlich Recht. Das Inselspital hat der Ärztin aus Rache gekündigt, weil sie intern Diskriminierung angeprangert hatte und diese Beschwerde hängig war.
Das Urteil ist wegweisend. Es geht um einen Verfassungsauftrag, Gleichbehandlung von Mann und Frau. Den muss man umsetzen. Und der ist jetzt in diesem Fall nicht umgesetzt worden. Und in vielen anderen Fällen wird er auch nicht umgesetzt. Und das finde ich als Jurist höchst bedenklich. Mit dem Verfassungsauftrag. Das Frauenstimmrecht irgendwie 1971 eingeführt. Und seither hat sich von der Mentalität her hat sich wenig geändert. Die sozial-romantischen Szenarien aus dem 17. und 18. Jahrhundert, Mann, Jäger, Frau, Sammlerin, die wirken immer noch nach und sind die Grundlage für die Männerkulturen, die letztendlich so unerträglich sind. Das ist eine permanente Verletzung vom Verfassungsrecht. Und das interessiert mich natürlich als Jurist. Für mich selber ist das Urteil eigentlich schon Gerechtigkeit. Das zeigt jetzt, das Gleichstellungsgesetz sagt das und das Gericht verurteilt auch einen Betrieb wegen einer Rachekündigung. Was für mich jetzt das Problem ist, für mich persönlich hat es nicht wirklich viele Konsequenzen, weil ich bin sofort wieder freigestellt worden. Ich darf ja gleich nicht arbeiten. Ich darf gleich nicht weiter Wissenschaft machen. Also meine Karriere ist genau gleich ruiniert, wie sie vorher ruiniert war. Und darum ist es für mich selber... Auf dem Papier ist es Gerechtigkeit, aber im wahren Leben hat es mir nichts gebracht. Ich hoffe aber, dass es ganz, ganz vielen anderen Frauen in Zukunft hilft. Nathalie Urwieler tat, was viele Frauen nicht wagen. Anklage erheben gegen einen übermächtigen Arbeitgeber und Gleichstellung einfordern. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn Frauen sich das nicht antun wollen, was sie jetzt gemacht mit dem Prozess und allem, weil es braucht unheimlich viel Energie, unheimlich viel Kraft. Die Unterstützung von Familie und Freunden sei damals zentral gewesen. Allen voran ihr Partner, der Arzt Bruno Kämpfen. Er hat mich sehr unterstützt, er hat mich ermutigt. Und er hat mir auch gesagt, es kann nicht sein, was da passiert. So kann man mit Frauen nicht umgehen. Und ohne ihn hätte ich das nicht gemacht. Ich wäre in dieser Phase, gerade nach der Kündigung, alleine wäre ich gebrochen. Ich habe gesagt, wir ziehen das durch, kosten was wollen. Wenn wir müssen die Wohnung verkaufen, das wird investiert. Ich meine, es kann nicht grenzenlos gehen, aber es wird gemacht. Das geht einfach nicht, dass hier in der Schweiz durch gewisse Leute einfach das Recht so verändert wird und nicht eingehalten wird und wir uns nicht dagegen wären. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Die Klage hatte für Urwieler knallharte Konsequenzen. Während des laufenden Verfahrens fand sie keine Anstellung in der Anästhesie. Die habilitierte Narkoseärztin fand schließlich einen Job am Spital Wallis als Assistenzärztin auf einem anderen Fachgebiet. Dominik Eweko, Chefarzt am Spital, war damals mitverantwortlich für ihre Anstellung. Dass gegen Urwieler lobbyiert wurde, bestätigt er indirekt. Am Anfang vom letzten Jahrhundert hat ein Walliser Politiker namens Maurice Treuer gesagt, er war aber 50 Jahre Regierungsrat. Er hat gesagt, wenn ein Befehl von Bern kommt, muss er den ganzen Weg auf die Alpen gehen, bergauf gehen, nachher bergab kommen. Und nachher sind die Befehle viel weniger prägnant und die haben ihre Macht verloren. Und das ist etwas, was ich immer im Kopf behalten habe. Und dann habe ich gefunden, nein, so kann das auch gehen. Ich habe gesagt, ich nehme diese Person, müssen wir anstellen. Punkt, Schluss. Es ist mir egal, was passiert ist. Diese Person kennen wir, die hat eine sehr gute Ausbildung. Eine Person, die sie einsetzt, darf man nicht auf die Straße lassen. Die muss eine Chance haben. Punkt, Schluss. Und die haben sie gegeben und haben sie nie bedürft. Das Berner Inselspital bestreitet, je gegen Nathalie Urwieler lobbyiert zu haben. Das Spital schreibt in einer Stellungnahme, die Aussage von Chefarzt Eweko könne man, Zitat, nicht nachvollziehen. Auf Jobsuche war vor 4 Jahren auch die ehemalige Bäuerin Sarah Schadeli.
Nach der Trennung und dem Weggang vom Hof war die berufliche Zukunft ungewiss. Also ich habe nach 3 Monaten von den 2'500 Franken, die mir noch geblieben sind, wusste ich, dann muss ich eine Stelle haben. Dann geht quasi meine Existenz sonst zugrunde, respektive dann müsste ich auf das Sozialamt gehen. Ja, ich habe mich im normalen Bewerbungsprozess müssen stellen. Wieder eigentlich, ich bin quasi auf dem freien Markt, habe ich mich da wieder beworben, um kaufmännische Stelle in meinem angestammten Bereich. Eigentlich wäre ich auch gerne wieder zurück in die Versicherungsbranche. Ich habe bei verschiedenen Versicherungsbrokern gearbeitet. Ja, dort hat mir so das Ganzheitliche gefallen. Aber ja, schlussendlich habe ich echt wirklich, bin ich froh gewesen, dass ich überhaupt wieder etwas gefunden habe. Heute ist sie Leiterin von einem Backoffice im Bundesamt für Landwirtschaft. Schadelis Fall ist eine Ausnahme. Zwar sind Bäuerinnen gefragte Arbeitskräfte und finden nach einer Trennung meist rasch eine Stelle, doch nur im Billiglohnsektor. Leider ist es halt einfach so, dass das Papier geduldig ist und dann muss wirklich auch jemand sein, der die Lebensläufe auch querliest und sich vielleicht noch etwas anderes darunter vorstellen kann, wenn das letzte Arbeitszeugnis irgendwie 17 Jahre her ist. Natürlich, ja, und Referenzen, was willst du für dich angeben vom Nachbarsbauer, der immer findet, sie hat mich immer so freundlich grüßt am Morgen. Also, ja, es ist so ein bisschen, es ist schon ein bisschen, ja, es sind andere Umstände, oder wenn man sich einfach so im Arbeitsprozess entsteht und weiter bewirbt. Ihre Arbeit, damals auf dem Hof, mit Familie und allem drum und dran, gilt offiziell als nicht erwerbstätig. Finanziell wird das Sarah Schadeli dereinst zu spüren bekommen. Wenn ich nur den Alltag anschaue, dann ist es gut. Dann komme ich gut über die Runde rein. Also da würde ich überhaupt nichts Negatives sagen. Einfach eben, wenn man dann etwas weiter schaut, mit diesen ganzen Lücken, Pensionskassen, was mir fehlt, dann sieht es dann schon ein bisschen. In der Zukunft sieht es auch für den Alltag nicht mehr so rosig aus. Mit 47 Jahren füllt Sarah Schadeli jetzt ihre Vorsorgelücken. Von einer minimalen AHV und Ergänzungsleistungen wird Edith Tanner in ein paar Jahren leben müssen. Die unbezahlte Arbeit mit der Betreuung und der Pflege von Sohn Samuel hat massive finanzielle Auswirkungen auf ihre Rente. Abschied am Bahnhof Glarus. Einmal in der Woche geht Samuel nach Zürich in eine Möbelschreinerei. Es gibt immer mehr Momente, in denen sich die Wege von Mutter und Sohn dank Assistenten trennen. Freiheit für beide, die sich Edith Tanner vor Gericht hat erstreiten müssen. Tschüss, Samuel. Ciao. Unterwegs im Zug wird Samuel einen seiner Assistenten treffen. In seinem Unabhängigkeitsgefühl. Also dort ist er wirklich wie ein normal Pubertierender. Er will allein. Oder? Das ist aber auch, macht die ganze Hilfe von mir auch viel schwieriger und sinnvoll, dass ich mich wirklich rausschlaufen kann. Er will nicht mehr mit der Mutter. Oder? Und dass er wirklich auch will in die Welt raus. Ja, ja, selber. Samuel mit Assistent Lino in Zürich. Auch Schreiner Arno vom Handwerkskollektiv ist ein Assistent von Samuel. Was machen wir als nächstes? Sollen wir zusammensetzen? Ja! Gut! Aktuell hat Samuel 5 Assistenten bezahlt von der IV. Den Rest der Betreuungsarbeit übernimmt nach wie vor die Mutter, unbezahlt. Als Angehörige bekommt sie von der IV keinen Assistenzlohn. Oh. Da.
So. Gut. Nimm dich langsam Gang mehr. He? Das ist ein bisschen schnell. Kannst du die nächste Schraube holen? Mit Arno schreinert Samuel Möbelstücke. Kannst du mal aufstellen? Weißt du was? Ja! Diese kleine Bank wird Platz finden in seiner eigenen Wohnung. Setz mal drauf. Hock mal drauf. Lass mal an und setz mal da. Zwei Klagen sind vor Bundesgericht hängig. Wenn die Urteile zugunsten von Edi Tanner und ihrem Sohn Samuel ausfallen, kann sie ihren Gratisjob endgültig auflösen und der volljährige Samuel mit Hilfe von Assistenten ohne sie selbstbestimmt leben. Bis es soweit ist, wird sie kämpfen. Wenn er genug Hilfe hätte, genug Stunden zugesprochen hat von Krankenkasse und IV, dass er auch ohne meine Hilfe leben kann, ist fertig gestritten. Und so lange wird man streiten. Das Problem der Versorgungslücke sei erkannt, sagt der Kanton Glarus. Ein Betreuungs- und Pflegegesetz sei in der Vernehmlassung. Ein Gerichtsurteil ist schon zu ihren Gunsten ausgefallen. Ein zweites steht aus. Die Ärztin Nathalie Urwieler hat das Inselspital Bern aufgrund des Gleichstellungsgesetzes auch noch wegen Lohndiskriminierung angeklagt. Das Verfahren ist hängig. Das Inselspital sagt heute, in den letzten Jahren sei viel in die Gleichstellung und in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf investiert worden. Mutterschutz, Gleichstellung und Vielfalt seien wichtige Themen der Inselgruppe. Seit kurzem hat sich im Berufsleben von Nathalie Urwieler einiges getan. Mit der klinischen Forschung ist es zwar für immer vorbei, aber nach 5 Jahren arbeitet sie erstmals wieder in der Anästhesie und sie wurde leitende Ärztin am Spital Wallis. Man kann nicht sagen, die Frauen machen es besser. Ich will auch nicht alles Frauen. Ich möchte eine gemischte Führung. Ich möchte eine Führung, die einen weiten Horizont hat, wo eben alles vertreten ist. Und das, denke ich, wäre ein grosser Fortschritt, der sich auch wirtschaftlich auszahlen würde. In ihrer neuen Führungsfunktion will Urwieler verhindern, dass Fälle passieren wie der ihre oder derjenige ihrer Kollegin Marie-Sabe de Michelis. Frauen, die zurückgedrängt werden, sobald sie schwanger sind und Kinder kriegen und sich während dieser Zeit nicht schonen können. Auch de Michelis hat das in einem anderen Spital erlebt. Ich habe mich damals um meine Schwangerschaft und die Gesundheit meines Kindes gekümmert. Der Stress bei der Arbeit war so groß, dass ich Komplikationen bekam. Ich habe entschieden, mich nicht zu wehren, habe die Karriere beendet und einen anderen Job angenommen. Ich glaube, es braucht mutige Frauen, die machen, was Nathalie gemacht hat. Und es braucht die Unterstützung der Männer, der Väter. Um Gleichstellung im Alltag durchzusetzen, braucht es nebst einer Verfassungsgrundlage auch den Druck der Betroffenen, von Frauen und von Männern. Politisch stehe sie nicht links, sagt Ärztin Urwieler. Doch sie, die immer gegen eine Frauenquote war, hat nach all den Jahren Erfahrung in dieser Hinsicht ihre Meinung geändert. Heute sage ich ganz klar, ich bin für Quote. Und man könnte es zum Beispiel zeitlich limitieren, bis wir 30-50% Frauen in Führungsfunktionen haben. Dann können wir sie wieder abschaffen. Aber wir müssen dort einmal korrigieren, dass eben nicht die grauen Eminenzen, die alle 2- und 3-mal geheiratet sind und immer eine Frau hatten, die alles gemacht haben, entscheiden über unsere Karrieren und über unsere Lebensmodelle. Ich glaube, das können wir nur mit Quoten überwinden. Wir haben 37 Jahre Gleichstellungsartikel und wir sind noch nie. Ich glaube, jetzt braucht es Sanktionen. Hochbeet statt Bauerngarten. Das Leben der ehemaligen Bäuerin Sarah Schadeli hat sich stark verändert. Neben der Arbeit hat sie ein Fernstudium in Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie gemacht und vor kurzem erfolgreich bestanden. Sarah Schadeli wohnt mittlerweile mit ihrer Partnerin Jasmin zusammen.
Auch Schadeli steht politisch nicht links. Doch seit sie als Bäuerin erlebt hat, wie Frauen sogar rechtlich noch immer abserviert werden, treibt sie die Frauenfrage um. Mein Wunsch für die Frauen wäre, dass Männer Kinder bekommen können. Dann wäre es viel Problem weniger. Das ist eine biologische Schwierigkeit. Nein, aber schlussendlich ist das ja echt so ein bisschen wie der Auslöser. Um das geht es ja eigentlich. Aber wer bleibt daheim und sagt nicht die Wirtschaft, nein, wenn du daheim bist, kannst du nicht mehr kommen. Und also, ja, aber auch dort wünsche ich den Frauen halt auch mutig zu sein und herzustehen und merken, ja, was will ich, was stimmt für mich und was stimmt für mich nicht. Und halt vielleicht ja mal auch unkonventionelle Wege einschlagen.